Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Chef Live Restaurant Simulator. So, wir müssen gerade mal bestellen. What do you need today? Ich glaube, das ist das gleiche, wie wir letztes Mal auch hatten, ne? Aber ich mache es gerade mal so. 10, 2, 18 und nochmal 18. Ne, 10 brauchen wir. So. I'll collect all your products and be right over. Ja, sehr gut. Sehr schön. Ja, wir können mal gucken, was die Aufgaben sind. Typ Bistro mussten wir wieder was machen. Das haben wir umgestaltet. Erstelle eine Feinschmeckerkarte. Das haben wir. Das haben wir. Und also das ist zumindest beides. Sollte beides im Gange sein. Und 5 Gerichte aus der Kategorie bodenständig. Das muss ich nochmal gucken, was bodenständig hier bedeutet. Was ist denn bodenständig? Einfache Gemüsequiche. Your disorder is here. Sehe ich hier, zu welcher Kategorie das gehört? Rezeptdetails. Das ist bodenständig. Ah, okay. Das Symbol ist bodenständig. Gut, dann weiß ich da auch Bescheid. Achso, haben wir irgendwelche Aufgaben? Das hätte ich natürlich auch mal gucken können. Das dürfte ja eh egal sein, wird ja eh alles benutzt. Ups. Ich sehe gerade. Kann ich das bei allen machen? Ja. Wollen wir eigentlich das so machen? Dann erfülle ich ja die Kiste automatisch. Sehr gut. Das ist das, was mir schon immer gefehlt hat. Es geht ja. Man muss nur mal gucken, ne? Oder mal lesen, was da steht. So, Rezepte angeheftet. Gut, bodenständig. Sehe ich hier jetzt noch was? Ne, sehe ich jetzt glaube ich nicht mehr, ne? Doch. Deftig. Ne, sehe ich jetzt nicht mehr, was die einzelnen Gerichte haben. Könnte es hier nachgucken, aber. Was haben wir denn? Das Bœuf. Das ist bodenständig. Das war doch das bodenständig, ne? Ne, das war das bodenständig. Das andere, ach genau. Das da ist deftig. Okay, dann wissen wir ja schon, was wir machen müssen, wenn wir Dings kriegen. Maronensteinpilzsuppe. Ich könnte schon mal wieder das da machen. Rindertatar. So, da brauchen wir mageres Rindfleisch. Und dann hier brauche ich das Ei. Können wir mal 3 Stück nehmen, weil dann würde ich gleich wieder 3 machen. Kartoffeln, die brauchen wir nicht. Kartoffeln, die brauchen wir nicht. Den Rest brauchen wir, glaube ich. So, und das kann ich natürlich jetzt nur einzeln nehmen. Mageres Rindfleisch. So. So, brauch nochmal ein mageres Rindfleisch.
So. Bringen wir auch wieder weg. Und noch ein drittes mageres. Nein, doch nicht das. Das darfst du zurücktun. So. So geht das. Den brauchen wir. Und mageres Rindfleisch. So, packen wir auch wieder weg. Gehört sich einfach, ne? So, was mache ich nochmal mit dem Rindfleisch? Irgendwann kann ich mir... Ach, hacken, genau. Hacken muss ich das. So. Schön gewürfelt. So, die müssen wir... Das hätte ich natürlich auch gleich dreimal machen können, ich Nudel. So. So, sonst muss ich ja nichts groß vorbereiten. Das ist schon mal ganz gut. Jetzt habe ich schon wieder nur eine. Was ist denn mit mir? So, Zwiebel. Ach, zurück. So, die müssen wir würfeln. Würfeln. Und auch die würfeln. So, das Ei müssen wir hier machen. Eigelb. Kann ich auch gleich alle drei? Ne, geht nur. Ach so. Da kann ich nur eins, genau. Aber auch egal. Kriegen wir auch hin. So. Das nächste. Haben wir auch. Und Nummer 3. Dann haben wir es. Zumindest soweit vorbereitet. So, dann können wir mal hier loslegen. Gewürze brauche ich noch. Gewürze. Das da und das Olivenöl. Mehr glaube ich nicht. Würzen. Es fehlt viel Olivenöl, viel Senf, viel. Überall viel. Können wir von vornherein überall mal 2 Löffel reinpacken. So, nicht genug Senf. Perfekt. Jetzt geht's dann fix. Einmal. So. Können wir wieder würzen. Viel, viel und nicht genug Tomate. Heißt mindestens 2-mal Senf, 1-mal Tomate und 2-mal Olivenöl. So. Nicht genug Olivenöl, nicht genug Senf.
Perfekt. So, und dann machen wir noch Nummer 3. Und würzen. Viel Olivenöl, viel Senf. So. Dann machen wir mal von allem viel. Oder von allem 2. Perfekt. Sehr gut. So, dann haben wir die 3 schon mal fertig. Hi, Kasim. So, ich weiß jetzt übrigens auch, für was die Extras sind. Die werden wohl je nachdem verkauft. Also man hat die dann unter dem Verkauf, also in der Abschlussrechnung sind die dann mit drin. So, muss man mal gucken, ob ich noch irgendwelche Aufgaben heute tagsüber machen musste, aber ich glaube nicht. Schließe 9 Schichten mit einer Mindestbewertung von 75 ab. Schließe eine erstklassige Schicht ab. Bediene 8 Tische, die eine Mindestpunktzahl von 75 vergeben. Okay. Das sollte ja eigentlich gut möglich sein. Meine Leute sollten, denke ich, ganz gut drauf sein. Ah, ich habe bald Stufe 20. Sehr gut. Jawohl. Jawohl. Sehr schön. I'll be at the top of my game today. You can count on it. Team ist gut drauf. Überleg gerade, ob wir was vorbereiten müssen. Wir könnten Zwiebelsuppe vorbereiten. Wie ist der Sauberkeitslevel? Wenn die durch ist mit Putzen, kann sie ja schon mal kochen. Restaurant, Hygiene, voll. Okay, sie kann putzen. Nicht putzen, sie kann... kochen. Das war das Wort, was ich suchte. Hi. So, kannst du beim Kochen helfen? Oder vorbereiten? Helfen ist jetzt vielleicht übertrieben, ne? So, du kannst schon Zwiebelsuppe machen. Und... das kannst du machen. Working with that ingredient is pure joy. Ja, das liebst du, ich weiß. Das sind Dinge, die sie mag. So, während Kasim hier sich darum kümmert. Was kann ich nebenher noch machen? Ich kann gleich nicht mal abwaschen. Die habe ich fertig gemacht. Ich glaube, da brauchen wir auch nicht mehr. Ist ja eigentlich vegetarische Woche oder sowas, ne? Kartoffelplätzchen, Maronen. Bin mal gespannt, ob das so zählt mit den 2 Schwerpunkten gleichzeitig. Schauen wir mal. 3 musste ich davon machen, oder? Ich guck gerade noch mal. I had a great idea from watching what you were doing the other day. Okay. Willst du mit mir reden? Nee, ne? Vielleicht nach der Schicht dann. Drei Schichten mit Kartenschwerpunkt vegetarisch. Müssten wir eigentlich dann voll haben. So. Den nehmen wir. Den können wir nämlich schon mal hier draufstellen. Ich überlege gerade, ob ich noch so ein zweites Ding da hole. Noch so eine zweite Warmhalteplatte. Hm. Es wäre vielleicht kein Fehler, wenn wir da noch mal eine hätten. Andererseits... ich hole mal eine. Weil es gibt ja auch Gerichte, wo man dann eher mal sowas braucht. 300 kostet die? Holla. Holla.
Anyone need a hand? Oh, bist du schon durch? So, die würde ich dann mal hierhin machen, neben die Töpfe. Oder machen wir die hier? Machen wir die hier hin. So. Hast du beides schon fertig, meine Liebe? Dann wirst du leider doch weiter putzen müssen. Nicht deins. Weißt du was? Dann koch weiter. Dann gucken wir mal, was du vielleicht noch vorbereiten kannst. Ungegarter Marille-Toast. Könntest du machen, dann kann ich die ja eigentlich nachher ins Ding packen, ne? Das könnte sie machen. Ja. Da haben wir... Wenn der ungegart ist, müsste ich den ja in den Ofen, in den Kühlschrank kriegen. Weil in dem Zustand kann ich den ja selber auch. Ja, vielleicht sollte sie dann nochmal zweimal Zwiebelsuppe und... Dann machen wir das anders. Dann stelle ich den da hin. Dann kann sie noch einmal Zwiebelsuppe machen. Okay, Chef. Und noch einmal den da. Looking forward to preparing that, Chef. Dann ist sie glücklich. Putzen mag sie nicht. Und es ist sauber vor allen Dingen. Wir sind sauber. Dann haben wir hier einmal Zwiebelsuppe. Dann kommt da gleich nochmal Zwiebelsuppe hin. So. Das Blech müsste ich ja, wie gesagt, gleich in den Dings hier stellen können. Wenn es noch ungedingst ist. Ungebacken. Eigentlich. So. Jawohl, das passt rein. Sehr gut. Dann kann ich den nachher nämlich dann in den Ofen werfen. Das ist gut. Do we have everything for this evening? Ja. Wir haben soweit alles. Dann kann sie jetzt noch die zwei Suppen machen. Und dann sind wir eigentlich auch soweit fertig, ne? Lagerverwaltung. Ne, ich habe nichts auf Lager. Ich kaufe immer frisch. Immer so, wie wir es brauchen. Bin ich bis jetzt am besten mitgefahren. Nicht wahr, Adele? So, dann haben wir alles soweit vorbereitet, was wir brauchen. Das sieht schon fein aus, was er da macht, ne? Wenn ich mir das so angucke, würde ich auch was von nehmen. Vor allen Dingen die hinteren, die sind lecker. How's it going today? Gut. Bis jetzt gut. Ich brauche nicht viel machen. Ich habe hier dreimal Tartar vorbereitet. Was ist das? A-Plus-Suppe. Sehr gut. Habe ich noch gar nicht geguckt. Was haben wir denn hier? Auch A-Plus. Sehr schön. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Macht ihr das? So, das war die Zwiebelsuppe. Können wir hier hinstellen, dann haben wir hier die Zwiebelsuppen drauf. Auch A+, sehr schön. Die ist schon flott unterwegs. Also wenn sie Spaß dran hat. Wir hatten ja mal einen Tag, wo sie nicht so gut drauf war. Da war sie langsamer. Aber so ist wirklich flott dabei. Ja, er macht die. I can't wait to start the evening service. Our customers will be blown away. Ja, da bin ich auch also die Extras muss ich mal an der nächsten Abrechnung drauf gucken.
Wenn die Tagesabrechnung ist, dann müssten die eigentlich mit aufgeführt sein, die Extras. So, dann kommen wir eigentlich jetzt auch in die... So, sagen wir mal kurz vor Schicht. Und jawohl, wir starten beide als Koch. So muss das. So, dann werfen wir hier gleich mal das Blech in den Ofen. Das war bei Stufe 3, ne? Ne, Moment. Da war mal richtig. T3, genau. Sehr gut. I'm available if you need me, Chef. Ja, du kannst schon mal Quiche machen. Kartoffel, nicht Quiche, Kartoffelgratin, genau. Chef. Mach mal zwei Stück. Und du kannst hier schon mal pürierte Maronensuppe machen. Zwei Stück. No problem, Chef. Zubereiten kann ich dann gleich. Wobei die das ja auch sehr gut können. So, was macht unser Brot? Das braucht noch ein bisschen. Jetzt bin ich mal gespannt. So. Oh, wir haben zweimal. Einmal Bœuf. So. Einmal. So, können wir gleich mal zubereiten. Sehr gut. Servieren. So. Ich glaube, Kasim macht nur... Ne, er macht zwei. Sehr gut. Well done, Chef. That looks great. Ja, das sieht toll aus. Hat aber hier Adele gekocht. So. Können wir auch zubereiten. So, auch A+ können wir auch aufwerten. Okay. Sehr gut. Dann kann Kasim eigentlich gleich mal noch wieder zwei weitere davon machen. Leave it to me. Wenn er schon dabei ist. Ich habe nicht mal was zum Abwaschen. Oh, was macht mein Brot? Das ist nicht so gut. Essen ist verkocht. Aber es ist noch A. Es ist noch A-Qualität, von dem her... würde ich das mal sogar als okay durchgehen lassen. So, den brauchen wir. Und einmal servieren. Sehr gut. So, einmal servieren. Sehr schön. Blech kann ich noch abspülen. Das braucht man nicht mehr.
So, was haben wir? Zwei, ein Pärchen wieder, okay. Mal gucken, was die bestellen. Haben wir irgendwas nicht vorbereitet? Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Ja, sieht eigentlich ganz gut aus. Also bei zweien sollten wir für alles gerüstet sein. Die gehen. Ich hoffe, es hat geschmeckt. Jetzt bin ich mal sehr gespannt. Na? Einmal das. Und einmal Böff. Kriegen wir hin. Sieht lecker aus, muss ich schon sagen. Und einmal Böff. So, das haben wir auch. Sehr schön. Hammer serviert. Adele könnte noch mal da noch mal einen von machen. Dass wir da genug von haben. Ich könnte sie natürlich auch zubereiten lassen, aber so ist mir das eigentlich lieber. Ob wir sie zubereitet, stellen sie es auch da ab, ne? Wäre eigentlich auch noch eine Möglichkeit. Da kommt das nächste Pärchen. Jetzt bin ich mal gespannt, was die gerne hätten. Ich hoffe nicht zweimal Kartoffelgratin. Gratin. So. Könnte ruhig nochmal eine große Gruppe kommen. Das fände ich schön. So ein Vierer. Vierer-Trupp. So. Einmal Zwiebelsuppe mit Dings. So, und dann einmal Tatar. Oh, da kann, hätte ich jetzt Kasim gleich schon beauftragen können, dass der das, die Dingskrümel macht. So. Du kannst gerade mal sure thing. Dings machen und du kannst dann auch nochmal. I love working with this ingredient, Chef. Ja, das okay. Weiß ich, dass du das machst. So, ich kann mir schon mal ein Tatar holen. Tatar. Nicht Tatar. Ja, das sieht gut aus. Mal gucken, wer von beiden schneller fertig ist. Aber es scheint fast Adele. So, können wir auch servieren. Das wird lecker. Das wird lecker. Servieren. So. Die waschen wir direkt mal ab. Und dann holen wir die anderen aus den Pfannen. Können wir das auch abwaschen? Ah, die nächsten Gäste. Sehr gut. Korrigiere. Der nächste Gast. So.
So. Zack. Der Gast, nicht die Gäste. So, packen wir auch mal da drauf. Da kann ich die nämlich schneller wegholen als aus der Pfanne. Neue Bestellung. Oh, okay. Einmal Böff. Kriegen wir hin. So, das ist... Wir haben nur noch ein... Was heißt nur noch? Wir haben einen Topf voll noch. Ja, ich guck gleich mal. Du könntest noch mal einen Topf Böff machen. Dann haben wir da nochmal einen zweiten. Brauchen wir nicht, aber es kostet halt auch nichts, ne? So. Dann kann Adele hier nochmal einen Eimer von machen. I'm going to prep this like never before, Chef. So. Den nehmen wir weg. Es kommen Gäste, sehr gut. Wie viele denn? 4, sehr schön. Ne, 3. Der eine ist unser Kellner. Der eine ist unser Kellner. Dann gucken wir mal. Wir haben 2 davon, 2 davon. Wir haben Zwiebelsuppe. Wir haben Eimer Böff Stroganoff. Zweiter Eimer ist in der Mache. Topf. Nicht Eimer. Sehr schön. Ah, jetzt bin ich gespannt. So, den können wir mal direkt... A plus... Zweimal Zwiebelsuppe, einmal... I don't have anything to do, Chef. Und einmal... Das, nein, das da. Und einmal das Dings. Kartoffelgratin. Sonst war ich immer mit Lasagne dran. Heute bin ich mit Quiche die ganze Zeit dran. So, das. So. Thank you, it's on its way. Ja, it's on its way. Können wir auch servieren. So, und dann holen wir hiervon einen. Und bringen den... Ach so, ja. So. Muss ich ja noch servieren. Könnte ich die eigentlich auch machen lassen. Also zumindest bei den Dingern, ne? So. Okay, dann mach du mal nochmal eins, Adele. Aber kannst du gleich fertig machen. Und Kasim kann nochmal eine Herbstsuppe machen. Sind es halt keine Gerichte dabei, die Kasim so wirklich mag. Ui, Vierertrupp. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich hoffe, die bestellen jetzt nicht 4-mal Kartoffelgratin. Aber gucken wir mal. Gucken wir einfach mal. Die bringen wir jetzt ganz schön schnell durch. Ne? Also da muss ich sagen, großes Lob an meine beiden Köche hier. Köchin. So, 2-mal Tatar. Einmal
Herbstsuppe. Oh, ich brauche noch Ach so, nee. Haben wir ja. Passt. Ich war jetzt gerade bei den falschen Gerichten. So. Ich war bei den falschen Gerichten. Das war ja Zwiebelsuppe, wo wir die Brote brauchen. Aber da könnte sie mal gleich noch welche von machen. Fällt mir gerade so ein. Gericht servieren. So, das kommt auch. Dann könnte sie für Zwiebelsuppe nochmal so Brote machen. Das wird die haben, wenn wir die brauchen. So, dann haben wir einmal Böff. Und eine. So. Können wir die direkt raushauen. Und dann können wir das noch machen. Well done, so. Nice work. Ging schnell jetzt. Ist halt gut, wenn wir alles in Vorbereitung da haben. Können wir uns aber hier auch nur leisten, weil ich, wie gesagt, es macht keinen Unterschied, wie viele Mahlzeiten ich hier raushaue. Mach du mal. Yes, Chef. Davon vier. I'm on it, Chef. Don't blink or you'll miss it. Müssten wir das zahlen, dann würden wir da natürlich jetzt 20. Wir haben Stufe 20 erreicht. Sehr gut. Eine erstklassige Schicht. Perfekt. So muss das sein. Ja, 100, 100, 100. Passt. Hello, anyone here? Ja. Oh, gleich zwei Leute, die was wollen. Oh, hast deinen Zwillingsbruder mitgebracht. Sehr beeindruckend. Ach so, der Bürgermeister wurde die ganze Woche über mit Nachrichten bombardiert, wie großartig ihre vegetarischen Gerichte sind. Bravo. Und der? Bravo, Chefin. Es freut mich, dass Sie meinen dezenten Hinweis verstanden haben. Das Fleisch war so zart, dass es fast im Mund zerging. Der Bürgermeister schwärmt immer noch davon. Gute Arbeit. Sehr gut. Wir haben Redebedarf. Kasim, okay. Dank der ganzen Fischgerichte, an denen wir gearbeitet haben, bin ich jetzt bereit, meinem Rezept den letzten Schliff zu verpassen. Ein Rezept, wie ich es mir immer vorgestellt habe, wenn ich davon träumte, auf die Kochschule zu gehen. Aber das liegt alles in der Vergangenheit. Ich muss mich jetzt auf die Qualität meiner Gerichte konzentrieren. Ich muss an Fischgerichten arbeiten und dabei von null anfangen. Was denkst du? Überraschender Besuch. Das haben wir durch. Mehr Besuch gibt's nicht, oder? So, dann müssen wir jetzt die Karte nochmal neu aufstellen. Machen wir in der nächsten Folge. Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst gerne ein Like, einen Daumen nach oben da. Gerne auch ein Abo, wenn ihr noch nicht abonniert habt. Kostet euch nichts und ihr supportet mich damit sehr. Und ja, in diesem Sinne, ich sag danke und tschüss. Bis zum nächsten Mal.